Diesmal kriegen wir auf jeden Fall eine, aber ich will eine bessere. Set Bait Deck, echt jetzt. Gegen das muss ich mich hier beweisen. So Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Qualitativ. Heute werden wir versuchen, zum Herausforderer 2 hoch zu pushen. Wir brauchen nur noch einen Sieg. Da kriegen wir auch die bessere Auswahltruhe, Liga 2 Auswahltruhe. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ich denke mal, wir sollten es schaffen, denn ich habe meine erste Karte auf Level 12. Ratet mal, welche es ist? Es sind die Bogenschützen. Genau. Lustigerweise habe ich nur eine Karte auf Level 11, das sind die Pfeile, und der Rest ist auf Level 10, aber Bogenschützen habe ich overlevelt. Ja, die meisten an meiner Stelle würden wahrscheinlich, wenn sie irgendwelche Commons, also gewöhnliche Karten overleveln würden, würden sie irgendeine Win-Condition, zum Beispiel den Royal Giant oder die Elite-Barbaren oder so, hochleveln auf so ein Level. Ich habe mich aber für die Bogenschützen entschieden. Die machen zwar keinen großen Unterschied im Spiel, aber die machen viele kleine Unterschiede und darauf kommt es mir an. Außerdem kann ich sie in jedes Deck reinstecken und ich wechsle oft die Decks, weil es sonst zu langweilig wird. Deswegen sind die Bogenschützen meine Wahl. Dann wollte ich noch kurz über die Umfrageergebnisse sprechen. Ich habe ja in meinem letzten Video eine Umfrage gestartet und gefragt, wie viele Siege ihr denn geschafft habt bei der Herausforderung, bei der Heilungsherausforderung. Und die habe ich jetzt alle zusammengezählt. Erstmal Dankeschön an alle. Das waren fast 160 Stimmen, die da mitgemacht haben. Und jetzt machen wir so eine kleine Top 5. Also ich erzähle euch, wie viele Siege erreicht haben. Und zwar haben 0, das freut mich sehr, 0 Siege haben die wenigsten erreicht. Und zwar nur 12 Leute, aber immerhin 12 Leute. Es tut mir natürlich leid für die. Ich hatte in einem Spiel super viel Pech. Die hatten wohl in allen 3 Spielen super viel Pech. Also, aber immerhin der letzte Platz nur. Dann 9 bis 11 Siege, da gehöre ich auch dazu. 24 Leute haben das geschafft. Ist natürlich auch etwas bitter. Die haben zwar wahrscheinlich die meisten Preise gekriegt, aber so kurz vor 12 ist auch bitter. Also auf Platz 3, das haben anscheinend nicht ganz so wenige geschafft. 34 Leute haben 12 Siege geschafft. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. Ihr habt anscheinend viel Glück gehabt und viel Skill gezeigt. Nicht schlecht. Auf Platz 2, 5 bis 8, 42 Leute haben es geschafft und hier habe ich gemerkt, dass ich die Umfrage etwas besser hätte machen können, denn 5 bis 8, das schließt sowohl die Leute ein, die keinen Heilzauber gekriegt haben mit 5 Siegen und auch die Leute, die einen Heilzauber gekriegt haben. Vielleicht hätte ich da etwas besser machen können. Auf jeden Fall 5 bis 8 Siege, 42 Leute haben es geschafft, ist auch nicht schlecht. Und dann auf Platz 1, 1 bis 4 Siege und das haben 45 Leute geschafft, also die haben da überhaupt keinen Heilzauber gekriegt, haben zwar nicht 0 Siege erreicht, aber 1 bis 4 Siege, das ist, wie gesagt, da war viel Luck dabei bei der Challenge und es haben echt viele Leute, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, also 3 Siege, 4 Siege, das ist bitter, also tut mir leid an die Leute, also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das war ja eine Frage zu der ersten, zum ersten Mal, als ihr die gespielt habt, vielleicht habt ihr noch ein zweites Mal gespielt, hoffe ich mal, und den Heilzauber freigeschaltet, aber naja, das waren die Ergebnisse, danke für alle, die mitgemacht haben bei der Umfrage. So, und jetzt werden wir pushen. Mit meinem Deck, mit dem ich auch zuvor schon gepusht habe, das benutze ich immer zum Pushen, weil hier einfach die stärksten Karten drin stecken. Ich spiele zurzeit 3 Decks. Ich spiele auch Minenwerfer-Deck, aber das ist zurzeit noch zu schwach. Ich versuche gerade den Minenwerfer auf Level 11 zu bringen, fordere ihn an. Und dann habe ich noch ein Heilzauber-Deck. 3 Musketiere-Heilzauber ist auch ein geiles Deck. Es macht viel Spaß. Es rasiert entweder super stark oder es verliert einfach super stark. Das hängt einfach davon ab, welche Spells der Gegner hat. Aber wenn man rasiert, dann macht es unglaublich viel Spaß. Der Gegner kann einfach nichts tun gegen Heilzauber. Obwohl er auf Level 5 ist, mein Heilzauber. Trotzdem ist er super stark. Gefällt mir auf jeden Fall. So, naja, egal. Dann labern wir nicht mehr viel und springen ins Spiel. Ich will Herausforderer 2 erreichen. Weil letztes Mal habe ich 4000 Pokale geknackt. Einen Tag, nachdem die Season vorbei war und habe deswegen keine Draft Chest gekriegt. Diesmal kriegen wir auf jeden Fall eine, aber ich will eine bessere. Set Bait Deck, echt jetzt. Gegen das muss ich mich hier beweisen. Leo Gamma 06. Wollte er Gamer hinschreiben? Keine Ahnung. Oh Gott. Okay, das war vielleicht. Ich hätte vielleicht den Elektro-Wizard spielen können. Ich wollte aber einen Tank haben. Denn jetzt kann ich einen Gegenangriff machen. Jetzt hat er nicht mehr so viel Leben, aber versuchen wir es trotzdem. Mit Friedhof, der hat wahrscheinlich gleich die Goblin Gang am Start. Ich will aber kein präventives Holz werfen. Alles klar, das sieht nicht schlecht aus. Sein Ice Wizard ist nur Level 2. Das heißt, er kann meine Skelette nicht one-shotten. Und es gibt massig viel Schaden. Vielleicht kriegen wir. Okay, den Turm kriegen wir nicht. Aber immerhin viel Schaden. So, was machen wir hier? Oh, den regt's auf. Trifft das Kampfholz die Prinzessin? Ich glaube nicht, oder? Okay, wir lassen sie mal 2 Schüsse an unserem Turm machen.
Okay, die Skelette jetzt. Ich hoffe, der Sepp nicht oder so. Sepp hat er wahrscheinlich eh nicht. So, wir pushen mal die andere Lane. Üben mal ein bisschen Druck aus. Der hat natürlich den Schweinereiter, da kommt er auch. So, mein Elektromagier sollte ihn etwas aufhalten können. So, der kriegt trotzdem zwei Schläge wahrscheinlich raus. Ja, das ist der zweite Schlag. Level 9 Schweinereiter. Damit ist nicht zu scherzen. Oh, kann ich noch meine Truppen retten, mein Elektro-Wizard. Und ich mache etwas Schaden an dem Turm. Also, ich schau mal was... Oh Gott, stimmt. Inferno-Turm, natürlich. Natürlich der Inferno-Turm. Ah, Gott. Aber den Turm haben wir zumindest sicher. Das Problem ist, der Schweinereiter kommt immer durch. Es sei denn, ich... Ich gebe einfach zu viel Elixier dann für die Verteidigung aus, wenn ich ihn aufhalten will. Und die Prinzessin ist auch unaufhaltbar. Predicten kann man sie eigentlich so gut wie nicht. Also kaum. So, kommt der Schweinereiter? Da kommt er. So, jetzt noch Skelette. Okay, jetzt kommt sein Holz. Okay, der kommt aber nicht durch, das ist schön. Und jetzt hat der Turm nur noch 30 AP, den kriegen wir auf jeden Fall. Da mache ich jetzt nichts. Ich muss eine Koboldfest abwehren und seine Prinzessin tanken. So, Bogenschützen Level 12. Oh, schaut euch das an. Level 12, da macht Level 12 den Unterschied. Okay, der hat noch den Feuerball. Alles klar, ich glaube, das schaffen wir nicht zu verteidigen. Nee, ich werfe ein Kampfholz. Dieses, dieser Zerbait. Schaffen wir noch Pfeile durchzuswitchen? Oh Gott, Alter. Also, wir machen aber ordentlich Schaden. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Komm, Riese am Turm hat noch genug HP. Bam, Alter, Leute. Wir haben Herausforderer 2 erreicht. Einen Zerbait-Spieler gekillt. Jawohl, ich weiß, viele hassen Zapbait. Ich spiele es ab und zu auch, aber es liegt einfach daran, dass ich viele Decks spiele. Schaut euch das an. Herausforderer 2, Liga 2 Auswahltruhe. Werde ich dann morgen aufmachen, wahrscheinlich ein Video dazu machen. Ist ja auf jeden Fall was Besonderes für mich, meine erste ja, Auswahltruhe. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja, wir haben 497 Abonnenten im Moment. Freut mich, dass so viele neue Leute abonniert haben. Das heißt, 500 Abo Special sollte bald kommen. Allerdings weiß ich nicht, ob es jetzt direkt dann bei 500 Abos kommt. Nicht böse sein, aber ich schreibe in 2 Tagen. Also fange meine Abschlussprüfung an. Nicht für eine Schule, sondern das ist eine weiterführende Ausbildung. Ich mache ja Übersetzer und so schon seit 5 Jahren. Deswegen, ich bin 23, weil einer in den Kommentaren geschrieben hat, ich sehe aus wie 30. Und schreibt noch Abschlussprüfung. So, jetzt wisst ihr es, ich bin 23 und habe jetzt noch 5 Jahre nach der Schule, nach dem Abschluss noch was gemacht. Und jetzt kommt halt die Abschlussprüfung, ist auf jeden Fall wichtig, deswegen könnte es sein, dass es etwas verzögert kommt, das Abo-Special auf jeden Fall, aber es kommt. Seid euch da sicher. Auf jeden Fall, ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen, wenn ihr mich unterstützen wollt, einen kleinen Kanal. Wenn es euch gefallen hat, ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Servus, Leute.